Hi, hier ist Toni von Game of Lures. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zum vorerst letzten My Fishing Box Zielfisch Box Unboxing Video. Vorerst. Die Creature Bait Box von MFB richtet sich in allererster Linie an den Kollegen hier, den Barsch. Aber mit Creature Baits kann man eigentlich so ziemlich alles fangen. Barsch, Hecht, Zander, Döbel, vielleicht auch Rapfen. Keine Ahnung. Müsste man mal probieren. Schönes Design, sehr, sehr prall gefüllt. Creature Bait Box bedeutet aber wieder, wie bei den anderen Zielfischboxen, dass es keine Ready-to-Fish-Box ist, sondern eine reine Softbait-Box wird das hier sein. Da bin ich mal sehr gespannt, was uns hier jetzt alles erwartet. Und die Box ist auf jeden Fall extrem voll. Sehr, sehr voll. Stimmt mich auf jeden Fall freudig, das Ganze hier. So, wir fangen an mit Fish Up, und zwar den Scaly Fat in 4,3 Inch in der Farbe Motor Oil Pepper. Ein schönes Wurmimitat, damit kann man einiges anstellen. Wacky Rig, irgendwelche anderen Finesse-Montagen, vielleicht als Trailer oder vielleicht auch wirklich einfach nur als Wurmersatz quasi aufziehen und dann wie mit einem echten Wurm angeln. Kann man mal probieren, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Aber hier einfach ein schöner Creature Bait. Den würde ich in irgendeinem Finesse-Rig präsentieren, um hier Barsche auf jeden Fall richtig irre mitzumachen. Und das sollte mit dem Kollegen hier wahrscheinlich auch extrem gut funktionieren. Und zwar kommt der von Lucky John, der Hoggy Shrimp. Farbe ist Shrimp, 3 Inch, 10 Stück, Strong Crayfish, Sand, oh Gott, Eco, also wahrscheinlich eco-freundliches oder öko-freundliches Material. Explosive Injection of Scent and Taste, Inside S&T Formula und Eatable Soft Lures. Die ist, ey. Boah. Da seht ihr sie einmal. Ein schöner kleiner Creature. So ein bisschen in Richtung Krebs. Oder anderes Krustentier. Das ist so. Oder Insektenlarve vielleicht auch, was es so am Gewässergrund gibt. Und sieht auf jeden Fall extrem interessant aus, muss ich sagen. Also viele kleine Beinchen. Da seht ihr dann einmal viele kleine Beinchen. Hier unten die Fühler, die auf jeden Fall ein bisschen rumspielen. Andere Fühler. Sehr cool. Also auf jeden Fall ein schöner kleiner Creature. Würde ich jetzt vielleicht auch mal als Trailer ein bisschen probieren. An einem Chatterbait oder sowas. Aber in allererster Linie, glaube ich, an irgendeinem Finesse-Rig wie Carolina, Texas Rig oder sowas in die Richtung. Müsste man mal gucken. Sieht auf jeden Fall wild aus, das Teil. Ja, Hoggy Shrimp. Shrimp. Schön. Dann sind wir bei Sky Tackle International. Habe ich schon mal ein bisschen was erzählt. Und zwar der Beaver Tail in 4,3 Inch. Die Farbe ist Green Pumpkin Silk Strong Scent Formula. Ach Gott, oh Gott, die sind auch so ölig. Ich zeige es euch erstmal so. Sind ein bisschen anders als die meisten Softbaits, die man so bei uns kaufen kann oder im Laden kaufen kann. Mittlerweile sind die, glaube ich, oder werden sie in Deutschland gemacht. Ich weiß gar nicht. Also ich habe mit dem lieben, ich habe den Namen vergessen. Seien wir nicht böse. Mit dem Herrn, der diese Firma hier gegründet hat und gemacht hat, mal schon vor einer ganzen Weile telefoniert, und da waren die gerade dabei, nach Deutschland zu ziehen und auch ihr Ködersortiment so ein bisschen zu erweitern. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ich muss mal wieder Kontakt aufnehmen. Ich muss mal gleich mal ans Handy schauen. Wie er heißt, ich habe es gerade echt vergessen. Also peinlich, peinlich, peinlich. Ja, Gott, diese Verpackung. Machen wir kurz den Prozess. So. Ist vom Flavor auf jeden Fall noch total erträglich und ja, er ist auf jeden Fall sehr speziell. Ihr seht es schon, einen sehr, sehr flachen Schwanz. Beaver Tail, also Biberschwanz. Auch der ist ein bisschen verformt. Ich hatte es in einem anderen Video schon gesagt, mal ganz kurz ins heiße Wasser legen. Dann zieht er sich wieder in die Ursprungsform zurück. Sehr interessant. Schöne große Augen. Unten die Bauchpartie ist so ein bisschen eingewölbt und ich denke mal, damit kann man echt viel Spaß haben. Gerade so in Richtung Dropshot gedacht oder sowas, ne? Wo das dann hier so ein bisschen im Wasser so ein bisschen so rumschwebt, könnte ich mir echt gut vorstellen. Wäre jetzt vielleicht für mich persönlich nicht der klassische Köder zum Jiggen, aber für einen Finesse-Rig auf jeden Fall extrem gut geeignet. Farbe gefällt mir auch sehr gut. Schöne große Augen, hier vorne noch so einen roten Punkt. Ja, schick. Sehr gut. Dann Quantum. Core Street.
Und die fand ich, waren die im Kalender drin? Ich glaube, die waren im Kalender drin. Die fand ich da schon so extrem scharf. Und zwar der BS Creature 2,5 Inch in der Farbe Fire Tiger. 7 Stück sind hier drin. Also der Kollege hier, wenn der unter Wasser nicht irgendwie richtig Bambule macht, mit diesen ganzen kleinen Beinchen, Fühlern und dieser Form, dann weiß ich auch nicht. Hier, Goldflakes, also das Ding muss funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das wird auch einer der Köder sein, die ich demnächst mit ans Wasser nehme. Jetzt, wo ich hier in Nienburg an der Weser wohne, ich werde hier einfach mal echt wild durch die Köder- und Tackle-Sortimente meiner Boxen durchfischen. Mal gucken, was so passiert und funktioniert. Gerade die ganzen Barsche hier in der Weser und die Nebenseen, die so zum Kiesabbau benutzt werden. Ich denke, da gibt es einiges. Wer hier aus Nienburg ist, kann sich gerne bei mir melden und wenn er Bock hat, mich so ein bisschen guiden oder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dann können wir mal zusammen los oder so. Wer Bock hat, immer gerne, meldet euch bei mir. Ich habe riesen Bock. So, weiter geht's mit Berkeley und zwar Powerbait Crazy Leg Chigger Craw. Meine Güte, verrückte Beinchen. Verrückte Beinchen, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, auspacken. 4 Inch, 10 cm, Black Red Flake ist die Farbe und Hook to Use ist ein Offset Hook. Da sieht man es einmal. Das finde ich mal ganz cool bei Berkeley. Die geben nochmal den einen oder anderen Tipp, wo und wie man damit am besten fischt. Und Berkeley typisch geflavored, aber sieht sehr geil aus, muss ich sagen. Also vom Farbdekor, schwarz, viele rote Flakes, Beinchen. Und hat ein ordentliches Gewicht. Also da könnte man auch vielleicht mit dem Nailsinker mal so ein bisschen im Kraut angeln und so weiter. Mal so ein bisschen leichter fischen. Oder auch mit dem Freerig oder klassisch am Jig oder irgendeiner Finesse-Geschichte. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das hier richtig, richtig krachen dürfte. Gerade halt auch sehr dunkel. Ja, könnte durchaus sein, dass es gut funktioniert. Dann finde ich mal ganz cool, die sind noch zusammen, die Scheren und die ganzen Sachen. Also das heißt, man kann hier so ein bisschen, mal gucken, vielleicht mal starten, einfach alles zusammen. Dann vielleicht einfach mal erstmal hier oben das lösen. Ja, dann einfach mal ein bisschen mehr Aktion in diese ganze Geschichte reinbringen und so weiter und so weiter. Und das kann man dann hier immer noch weiterführen, bis man halt alles auseinandergefiddelt hat. Finde ich cool. Sehr geil. Auch schönes, schönes Design, muss ich echt mal sagen. Vielleicht sieht man es jetzt auch mal so ein bisschen besser. Doch. Schöner Köder. Bin jetzt nicht so der absolute Berkeley-Fan, muss ich sagen, aber der Köder hier, der gefällt mir doch extrem gut. Hat aber keine Wertung, ne? Also es hat jetzt irgendwie nicht, weil ich damit noch nie gefangen habe oder so, aber es ist halt einfach, ja, es ist immer verfügbar, Berkeley. Also ja, nicht, dass es jetzt nichts Besonderes ist, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber irgendwie macht der mich total an. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, was damit geht. So, dann Gary Yamamoto. Der war auf jeden Fall im Kalender drin, da bin ich mir relativ sicher. Der Creature Watermelon Black and Red. Größe steht nicht drauf. 7 Stück sind drin. Ah, der sah doch ganz wild aus, wenn ich mich jetzt... Ja, genau, der war es. Der war das. Sieht so ein bisschen aus wie das eine Vieh von Futurama hier vorne. Wie heißt denn das nochmal? Wer es weiß, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wisst ihr, was ich meine? War es Futurama? Dieses Vieh mit den ganzen... Ja, doch, ich bin mir relativ sicher. Auf jeden Fall ein wilder Creature Bait. Dürfte so, ja, auch so in Richtung 4 Inch gehen. Also Richtung 10 cm. Und sieht auf jeden Fall super wild aus. So ein bisschen hier tannenbaummäßig. Und, aber wenn das so am Gewässergrund steht und das dann so ein bisschen alles von sich so spreizt und so ein bisschen unter Wasser spielt. Ich glaube, das könnte richtig Spaß bringen, das Teil hier. Geflavored? Ja, ein bisschen, aber auf jeden Fall gesalzen. Da kommt ganz viel Salz raus. Ihr seht das auch mal, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen in die auseinanderziehe. Da ist richtig viel Salz drin. Alter Schwede. Das merkt man aber auch. Der Köder hat ein echt ordentliches Gewicht. Und das erreicht man halt zum Beispiel, indem man Salz zur Gummimischung hinzufügt. Und ja, das Salz hat vielleicht auch dann den Vorteil, dass es sich für den Fisch ein bisschen natürlicher anfühlt, wenn er den Köder im Maul hat, einfach das Salzige, und lässt ihn dann vielleicht auch einen Moment länger im Maul und man hat ein bisschen mehr Zeit, um den Anhieb durchzubringen. 13 Fishing, der Invader Rabbit Ear Tail. Ach, das war diese coole Packung. Ja, den hatten wir auch im Kalender, glaube ich, oder in irgendeiner Pro-Box. Ich weiß es nicht mehr. 4,25 Inch in der Farbe Blueberry Yum Yum oder Yum Yum.
erstmal zeigen, bevor ich jetzt hier wieder alles auseinanderruppe. Bin heute so ein bisschen raus aus der ganzen, ja, aus dem Rhythmus. Ich weiß auch nicht, was los ist. Nach dem Urlaub immer ein bisschen schwierig, wieder in den Alltag zu finden. Und hier fand ich das nämlich sehr cool. Ich bin ja nicht so der Mega-Plastik-Fan, aber in dem Fall braucht man nicht die ganze Packung mitzuschleppen. Man packt sich einfach eins von diesen beiden Packungen in die Tacklebox und dann geht man damit ins Wasser. Die andere kann zu Hause bleiben. Man braucht ja in der Regel nicht immer alles. Und so sieht der Kollege aus. Sehr schöner Farbverlauf. Dieses Schimmern gefällt mir gut und hinten das Blaue auch. Mit Blau habe ich auch schon sehr gut gefangen, muss ich sagen. Aber auch mal so eine Farbe, an die ich nicht als erstes denke, wenn ich am Wasser bin. Aber Blau hat mir echt schon echt, ja, gute Fische gebracht. Vor allem dann, wenn andere gar nicht funktioniert haben. Also durchaus auch mal wieder eine Überlegung wert, was Blaues mit in die Tacklebox zu schmeißen. Wie seht ihr die Farbe Blau? Habt ihr da Erfahrung oder andere Erfahrungen als ich? Noch nie was mitgefangen? Oder bin ja immer so gerade lila, manchmal sehr pink, also dieses Bubblegum bei Neuke zum Beispiel, dieses blasse Pink, finde ich immer sehr gut, funktioniert sehr gut. Aber was Blaues und vor allem auch der ein oder andere lila Köder hat mir echt schon schöne Stunden am Wasser beschert. So, ein Lolli, darf nicht fehlen. Und die Neuheit von den Lure Junks, der Defender MFB Spezial, 8 Stück sind drin, also ein schöner Creature Bait von der Firma Lure Junks. Eine MFB-Spezialfarbe, also ich nenne sie jetzt einfach mal Orange Black. Finde ich geil. Finde ich richtig gut. Boah. Oh. Knoblauch, alter Schwede, aber nicht zu knapp, meine Freunde, nicht zu knapp. Erinnert mich schon fast ein bisschen an Nace Baits. Alter Vater, ey, hab das aber gut gemeint. Aber soll ja funktionieren und soll ja schmecken, nicht uns, sondern dem Fisch. Und ich finde den echt geil, muss ich sagen. Es ist ein schöner Creature. Viele Rippen, kleine Füßchen, bisschen Aktion ist immer unter Wasser. Also wenn man den da vielleicht auch mal ein bisschen liegen lässt und ein bisschen Strömung unter Wasser ist. Hier die kleinen Fühler haben auch noch eine kleinen Paddle-Tail. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß bringt mit dem Kollegen hier. Den kann man einfach mal liegen lassen oder mal ganz leicht nur anhüpfen und dann gucken, was passiert. Geil. Ich glaube, das ist ein schöner Winterköder und Herbstköder, wenn die sich ja wieder richtig schön die Wampe vollhauen. Dann haben wir noch einen D-Style-Aufkleber und von Anglern für Angler. Da haben wir einmal die MFB-Crew. David, Chris, Florian, Friedrich, Felix und Melissa. Melissa ist übrigens die, die uns die schönen Boxen hier designt hat. Sehr, sehr cool. Dann haben wir noch einen rabattsicheren Code dabei. Bla, bla, bla. Wenn die Box gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung auf der Plattform, auf der du bestellt hast, freuen. Schick einen Screenshot und du kriegst 10 Euro als Gutschein für den Shop. Hm. Ah ja. Also, die Box ist sehr, sehr gut, aber so eine gute Bewertungen zu betteln, will ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen, finde ich nicht so cool. Ist nicht so smart. Das verleitet die Leute ja vielleicht dann doch nochmal dazu, ein Auge zuzudrücken, wenn sie vielleicht, obwohl sie vielleicht gar nicht so extrem happy waren. Aber muss immer jeder für sich selber wissen. Ist nur so mein Eindruck in dem Fall. Aber zur Box selber würde ich sagen, sehr geile Box. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und da würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder zur nächsten Box. Oder vielleicht einen Beutel. Wer weiß das schon. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's erstmal gut. Bis dahin, euer Toni.